Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Neon Chrome. Was mache ich denn jetzt mit meiner Kohle nach dem letzten Mal? Ach, kaufen wir nochmal Lack und nochmal Lack. Dann haben wir noch 600 und dafür kaufen wir einen Cyberware-Slot. So. Und dann los. Mal gucken, ob jemand geile Granaten hat. Ah, nein. Natürlich nicht. Hacker, Assassin und Corporate Soldier. Ah, nehme ich den Hacker. So, hier unten sieht man auch, wie viele Leute ich schon durch habe. Das ist Nummer 5. Was? Ach, Nummer 8. Nummer 8. Okay. Ich habe mir überlegt, ich fange mal wieder unten an. Um ein bisschen Geld zu machen, ist das nämlich eigentlich ganz cool. Ah! Eine SMG. Ich habe eine Plasma-Shotgun. Plasma macht mehr Schaden gegen menschliche Gegner, aber weniger gegen Roboter. So. Floor-Bonus. Instant Credits. Chameleon Skin. Naja. Nehmen wir das. Damit bekomme ich Geld. Jede Menge Geld. Ah, ich habe die Tage den Nachfolger hiervon gespielt, Judge. Und Judge ist schon sehr anders. Auch was das Schießen angeht. Oh, Platoon incoming. Platoon bedeutet, dass Leute aus dem Aufzug kommen, da vorne, die beiden, ein paar mehr, um mich fertig zu machen. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe auch ein bisschen mehr Schaden mitgenommen, als ich gedacht habe. Boah, Alter! Junge, 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 Junge. Das ist in den ersten drei Räumen einfach vorbei. Huch. Meine Drohne ist hin. Ich bin auf 3 Hitpoints runter. Wenn mich jetzt jemand hart anpustet, bin ich weg. Da bringt mir mein Floor-Bonus dann auch gar nichts mehr. Nein! Ah, ich dachte schon, ich spreng die Kiste hier mit dem guten Loot drin. Ich muss ja eigentlich nur noch den Aufzug erreichen, dann hole ich zumindest ein bisschen Geld aus dem Floor-Bonus raus. Ja, klar, ein Keymaster. Seconds Alive, das waren nicht viele. 160, geil. Oh, das hat ja geklappt. So, das nächste Mal wieder irgendwas Schnellfeuermäßiges, bitte. Bisschen Health. Gucken wir nochmal, was wir jetzt haben. Techie Cyber. Ja, natürlich ein Cyber Psycho. Da brauche ich gar nicht lange nachdenken, weil die sind awesome. So. Ich meine, sein Special ist halt nicht so geil. Ist da oben eigentlich irgendwas drin, was ich haben will, bevor ich da jetzt...
Komm schon. Dann rein da. So, Box. Geil. So viel Loot. Okay. Schön an einem Spiel ist, es ist unglaublich fair. Solange ich keinen großen Quatsch mache, ist es sehr, sehr, sehr fair. Und die kann ich natürlich jetzt nicht öffnen, weil ich kein Hacker bin. Und ich habe keinen gelben Schlüssel. Aber wenn da eine gelbe Tür ist, gibt es hier auch einen gelben Schlüssel. Ist da unten denn irgendwas Geiles? Ah, Boxen. Dann muss ich den gelben Schlüssel finden. Da ist der gelbe Schlüssel. Also im Keymaster. Den haben wir. Oh, das bisschen Geld. So. Und weiter. Zack. Oh. Wie ich es hasse, so eingekesselt zu sein. Nirgendwo hinausweichen können. Das wollte ich nicht treffen, weil das könnte sein, dass es den Lootkanister sprengt. Hier wäre es mir auch total egal gewesen. Wow! Holy shit! So. Die hätte ich mir auch sparen können. Aber macht ja nichts. So. Jetzt mal gucken, wie das hier läuft. Wo muss ich denn hin? Nicht nach da unten. Okay. Cool. Ich habe einen gelben Schlüssel. War da nicht vorhin schon die gelbe Tür? Bin ich da nicht schon dran vorbei? Nee. Doch.
Boah. Autodock und eine Waffenkiste da oben. Ha. Ihr kleinen Ficker kriegt mich nicht. Den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das sei eine solide Wand. Oh, nee, nee. Die Kanister darf ich nicht hochjagen. Shit. Ah, haben nichts mitgenommen. Ein Glück. Was haben wir da drin? Laser Submachine Gun. Oh ja, nehme ich. Keine Heavy Rifle für mich, vielen Dank. Laser machen so viel Spaß. Wie geil. So, einen roten Schlüssel habe ich auch. Da oben ist aber noch eine Waffen-Upgrade-Kiste, die ich mir holen werde. DPS steigt. Sehr gut. Ah. Junge. So. Clip-Size. Boah. Clip-Size läuft. Boah, wie gut. Personal Guard Floor Bonus. Es gibt einen, der heilt auf jedem Floor. Die sind ziemlich geil. Health and Melee Damage. Nehmen wir das. So ein Health Upgrade ist nie verkehrt. Was ist hier drin? Achilles Targeting. Mehr Damage gegen Bosse. Oh, Junge. Bisschen explosiv hier. Wie da bei der Barbara Eligmann. Ach. Holy shit! Junge, Junge. Der Sicherheitsroboter da unten ist auch ein faules Stück. Sieht, dass da Leute abgeknallt werden und bewegt sich nicht vom Fleck. Oh! Den habe ich zu spät gesehen. Junge, Junge, Junge. Das wäre fast schief gegangen. Schleicht er sich von hinten an. Ich hatte vergessen, dass die auch im Bogen fliegen können. So, da will ich auf jeden Fall nachher hin. Das hat sich fast sogar gelohnt. Oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die das tatsächlich mit einem Gamepad und Twin Stick spielen können. Ich würde bescheuert werden.
Stopp! Bisschen gefährlich, was du tust. Shotgun. Nee. Läuft nicht. Hab ich. Krass, ich habe einen roten Schlüssel. Gibt es da irgendwas, was ich wirklich haben? Nee. Ich könnte den Raum auch einfach auslassen. Die Frage ist, ist es jetzt sicherer, diesen Raum auszulassen? Ah, Kacke, ein Fireteam. So. Das beantwortet auch die Frage, ob ich diesen Raum auslassen sollte. Mit ja. So. Und alles intakt gelassen. Relativ. Wenn ich hier nämlich die Glaswände kaputt mache, und Glaswände gehen mega leicht kaputt, erwischen mich die Laser und das will ja niemand. So. Ja, nehmen wir das. Wir sind ja noch dabei, finanzielle Mittel aufzubauen. Oh, Junge. Ich glaube, den Raum habe ich noch nie mit so wenig kaputten Glasscheiben geschafft. Grenade Launcher. Ja, nehme ich. Ich glaube, der ist ein bisschen geiler, als ich ihn in Erinnerung habe. So, machen wir noch eben diesen Boss fertig. So, ihr kleinen Penner. Wieso geht das nicht kaputt? Und da steht schon Shelob. Ja. Und die Minions, sprudeln schon aus diesen Dings raus. Aus diesem Wandkasten. Oh! Das läuft katastrophal. So. Da ist Ruhe. Ah, ich dachte, sie sei noch am Nachladen. Boah. Keine Energie mehr. Zumindest nicht genug, um noch eine Granate zu werfen. Alter. Das ist heute echt zäh.
Gegen diesen Boss habe ich aber schon sehr, sehr lange nicht mehr verloren. Und das wird sich heute nicht ändern. Nee, eine Shotgun. Da! Ha! Oh, nicht nachgeladen haben ist ein bisschen scheiße. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Oh yeah. Wie komme ich denn hier rein? So, mit sogar vollem Health aus diesem Boss-Battle raus. Um mit dem besonderen Spinnenschlüssel, den ich übrigens mitnehmen muss. Auch ein Grund, aus dem ich hier unten angefangen habe. So, und ja, dann würde ich sagen, perfekter Zeitpunkt für einen Break. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!